Frankreich hat gewählt und mir ist gestern, als die Nachrichten reinkamen, wie wahrscheinlich vielen Menschen ein Stein vom Herzen gefallen. Denn ein breites demokratisches Bündnis hat es geschafft, einen Sieg von Le Pen zu verhindern. Die Französinnen und Franzosen haben zusammengehalten für ihre Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und auch für Europa. Der Erfolg wurde dabei von einem Links-Mitte-Bündnis getragen, wo man noch mal sieht, dass die Unkenrufe eines rechtsnationalen Verrückens Europas hier eher Lügen gestraft werden. Nach dem Sieg gegen die PiS in Polen und den Wahlen in England zeigt sich jetzt auch hier in Frankreich progressive Politik, die den Menschen Lösungen anbietet. Statt Ängste zu schüren, die nah am Alltag der Menschen ist, ist erfolgreich gegen ein Abdriften ins Nationalistische und ins Autoritäre. Und der Rechtsruck ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir können als progressive Kräfte gewinnen. Ich denke, aus dieser Wahl lassen sich vier Dinge auch für Deutschland lernen. Erstens, Demokratinnen und Demokraten müssen miteinander arbeiten, koalitions- und gesprächsfähig sein, um den Rechtsextremen etwas entgegenzusetzen. Zweitens, ein progressives Projekt, das Menschen begeistert, gerade auch mit sozialer und ökologischer Politik, kann gewinnen. Drittens, die letzten Tage waren schlechte Tage für Putin. Denn die Menschen in Europa sind nicht auf Putin-freundliche und kriegsverharmlosende Äußerungen der extremen Rechten und der Populisten reingefallen. Und viertens, wir können und in Frankreich und in England mal wieder das gut Dokumentierte sehen. Wer die Narrative rechtsnational und EU-feindlicher Parteien übernimmt, stärkt das Original und schwächt sich selbst. Die Tories haben eine gewaltige Niederlage eingefahren. Die französischen Republikaner kommen so gut wie gar nicht mehr vor, stehen kurz vor der Auflösung. Das sollten wir, diese vier Lehren, auch bei zukünftigen Wahlen in Deutschland betrachten. Und jetzt wünsche ich gutes Gelingen für eine Regierungsbildung in Frankreich. Ich möchte auch noch auf den Haushalt zu sprechen kommen. Letzten Freitag haben Sie von der Einigung mitbekommen. Und erstmal ist es in Zeiten der geopolitischen Anspannung, wie wir sie gerade erleben, gut, dass die deutsche Bundesregierung Handlungsfähigkeit beweist. Die Menschen wünschen sich zu Recht Stabilität und sie haben es verdient, auch genau die zu bekommen. Wir sind mit klaren Zielen in diese Verhandlungen eingetreten und die finden sich jetzt auch im Ergebnis wieder. Erstens, dass der soziale Zusammenhalt im Land erhalten bleibt und nicht kaputt gespart wird. Das ist gelungen, insbesondere mit Blick auf Kinder und Familien, zum Beispiel durch eine Erhöhung beim Kindergeld und zusätzliche 2 Milliarden Euro für Kita-Qualität. Zweitens, dass die Investitionen in Klimaneutralität und Naturschutz nicht abgebrochen, sondern auch zukunftsweisend und dauerhaft finanziert werden. Und drittens, dass es wichtige Wachstumsimpulse für unsere Wirtschaft gibt. Durch das Wachstumspaket mit 49 Einzelmaßnahmen gelingt genau das. Zum Beispiel bringen wir endlich Geflüchtete leichter und schneller in Arbeit und wir bauen für die kleinen und mittleren Unternehmen bürokratische Hürden ab. Berechnungen zufolge wird dieses Paket das Wirtschaftswachstum 2025 um gut 0,5% steigern und das entspricht immerhin fast 26 Milliarden zusätzlicher Wirtschaftsleistung. Klar ist aber auch, wir haben vieles erreicht in diesen Haushaltsverhandlungen, doch es gibt auch Bereiche, wo das Mögliche innerhalb dieser Regierung am Notwendigen für das Land vorbeigeht. Also beispielsweise mit Blick auf die Finanzierung der Infrastruktur oder auch mit Blick auf die innere und äußere Sicherheit. Deshalb bleiben wir dabei, dass wir uns weiterhin für eine Reform der Schuldenbremse einsetzen, die mehr Möglichkeiten für Investitionen gibt und gerade auch in Zeiten von globalen Krisen es uns ermöglicht, unsere außenpolitische Handlungsfähigkeiten, unsere innere Sicherheit zu stärken. Jetzt geht der Haushaltsentwurf ins Kabinett. Ab Mitte September befasst sich dann der Bundestagsentwurf damit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Regierung jetzt nicht selbst wieder anfangen, alles zu zerreden, Kompromisse aufzumachen. Denn die Menschen im Land, sie wünschen sich zu Recht Ruhe. Und ich finde, diese Ruhe haben sie auch verdient. Ich möchte ein drittes Thema ansprechen. 11 Millionen verkaufte Tickets sind ein riesiger Erfolg. Ich rede über das 49-Euro-Ticket. Das zeigt ganz klar, dass ein sozialer, ein klimafreundlicher und ein zuverlässiger öffentlicher Nahverkehr von den Menschen gewünscht und auch gefordert wird. Wir setzen uns jetzt dafür ein, dass dieses Deutschland-Ticket erhalten bleibt. Ich bin dem Bundeskanzler dankbar, dass er letzte Woche eine klare Zusage gemacht hat, dass der Preis von 49 Euro in diesem Jahr gehalten wird. Und dafür setzen wir uns auch als Grüne ein. Die Verkehrsminister der Länder sind dazu aufgerufen, auch bei ihrem Treffen heute auf der Sonderkonferenz die Weiterführung des Deutschland-Tickets für das laufende Jahr von 49 Euro und danach für bezahlbare und stabile Preise auf den Weg zu bringen.
Und ein letzter Punkt, heute startet die letzte Woche der Fußball-EM. Leider ist das deutsche Team nicht mehr mit dabei. Das Spiel gegen Spanien war unglaublich spannend, wenn auch am Ende etwas frustrierend. Mich hat es wie viele andere, obwohl ich nicht dafür bekannt bin, großer Fußballfan zu sein, gepackt, weil, glaube ich, einfach unsere deutsche Nationalmannschaft gezeigt hat, was möglich ist, wenn man Teamgeist und das wirkliche Kämpfen an den Tag legt. Und dafür einen riesengroßen Dank für diese tolle Leistung. Es macht Spaß, dieses Turnier hier im Land zu haben. Die Stimmung ist, das haben Sie vielleicht auch an verschiedenen Stellen beim Public Viewing in Bars, in Kneipen oder im eigenen Garten erlebt, großartig. Und die Organisation läuft weitestgehend reibungslos. Ich glaube, wir können aus dieser Zeit einiges mitnehmen. Ich hoffe, dass die EM zwar in dieser Woche endet, aber nicht alles verloren geht, was wir aufgebaut haben diese Zeit. Julian Nagelsmann hatte recht, als er nach dem Spiel gestern gesagt hat, dass dieser Zusammenhalt etwas für unser Land geben kann, auch weit über den Fußball hinaus. Wir müssen füreinander da sein, wir müssen das schätzen, was wir haben. Und da, wo wir Probleme haben, sie gemeinsam lösen, also gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Und das wird auch uns leiten, jetzt bald in die Sommerpause hinein und dann vor allem aber auch darüber hinaus.